Vor gar nicht allzu langer Zeit war ich im Mittleren Westen in den USA unterwegs, war auch in Memphis in Tennessee und habe da eine Brauerei kennengelernt, die es wert war, hier auf den Kanal zu kommen. Welche das ist, das verrate ich euch in 6 Sekunden. Schön, dass ihr weiter mit dabei seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr ein bisschen mit teilhaben wollt an meinen Urlaubserinnerungen, an einem Urlaub im Mittleren Westen in den USA, wo es mich auch nach Memphis in Tennessee verschlagen hat. Und ich war als erstes mal total überrascht, dass es dort kein Elvis-Bier gibt. Aber es muss wohl daran liegen, dass die Elvis-Familie oder die Elvis Foundation da sehr den Finger drauf hat, was für Produkte unter dem Namen Elvis verkauft werden. Es gab auch kein King-Bier. Es hat mich also ein bisschen gewundert, dass man das nicht biertechnisch irgendwie ein bisschen ausgeschlachtet hat. Aber ich war natürlich auf der Main Street und habe dann ein bisschen geschaut, wo es gute Bluesmusik gibt. Haben wir auch gefunden, aber wir haben auch eine Brauerei gefunden. Und das war tatsächlich die einzige, die im Stadtzentrum war, die geöffnet hatte. Und zwar handelt es sich dabei um Ghost Brewing. Und bei denen habe ich mal so ziemlich alles ausprobiert. Und das Zippin' Pippin' IPA, bei dem bin ich dann nachher gelandet, fand ich vom Namen her ganz lustig. Und war letztendlich auch das Bier, was mir im Flight dann am besten geschmeckt hat. 6,9 Volumenprozent Alkohol hat es und 60 Bittereinheiten. Und Mosaik, Citra und Centennial sind reingekommen. Ich glaube, das klingt auch jetzt für euch nicht so nach einem überdrüber IPA, sondern das ist solide Hausmannskost. Und die hatten einen schönen Biergarten dort. Gab auch ein bisschen Barfood und hinten hinter dem der Brauerei, hinter dem Garten war, ich glaube, das lokale Eishockeystadion. Da fand an dem Tag ein Spiel statt. Die Brauerei hatte eigentlich zu, aber weil dieses Spiel stattfand, hatte man dann doch geöffnet. Klar, will man sich jetzt auch nicht entgehen lassen. Und wir waren letztendlich die Nutznießer, haben uns für Eishockey nicht interessiert, aber für das, was hier aus der Dose kam. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Und dann schauen wir, was Ghost River Brewing hier zustande gebracht hat. Und das schaut doch sehr, sehr klassisch aus. Wir haben eine schöne, dunklere, goldene Farbe. Wir haben 2 Fingerbreit eines schönen, ja, gerade noch weißen, leicht cremeweißen, würde ich jetzt schon sagen, Schaum oben drauf. Wir haben ein bisschen Kohlensäure im Glas sichtbar, die hier unten aufsteigt. Also das sieht doch alles sehr, sehr schön aus und nach einem sehr klassischen IPA. Und auch, muss ich ganz ehrlich sagen, das Aroma. Es ist Zitrusfrucht drin. Ja, es ist Zitrahopfen drin. Also wenn dann kein Zitrusfrucht drin ist, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Es ist ein bisschen Aprikose, Steinobst, so Pfirsich auch noch mit dabei in der Nase. Und schaut euch mal die Farbe an. Also was ist da noch mit drin? Genau, Karamell. So eine leichte, süßliche Karamellnote. Und ja, das macht richtig Lust. Und deswegen, sehr zum Wohl. Cheers. Boah, eine schöne, grasige Hopfenbittere, die gleich reinkickt. Wir haben es ein bisschen fruchtig. Wir haben die Zitrone mit dabei. Wir haben das Steinobst mit dabei. Alles das, was wir im Aroma gerade hatten. Dann aber auch schöne Piniennoten und einfach einen richtig tollen Hopfencharakter. Es wird, glaube ich, nicht so richtig harzig hinten raus, aber ein schönes, angenehmes Mundgefühl. Und die Bittere, die wird deshalb, glaube ich, noch ein bisschen verstärkt, weil es auch relativ trocken ist, dieses Bier. Trotz alledem so leicht florale Noten mit drin. Also es ist eigentlich ein wilder Mix. Kann man jetzt auf der einen Seite sagen, dieses Bier weiß nicht so ungefähr, wo es sich wirklich hinsetzen will. Auf der anderen Seite kann man sagen, es ist ein bisschen von allem ein bisschen was. Und ich finde, es liegt einfach sehr gut auf der Zunge, hat ein ganz, ganz angenehmes Mundgefühl, wie gesagt. Und diese leichten karamelligen Aromen, die halt einfach nicht so mit einer Süße reinkommen, die finde ich in einem IPA immer sehr, sehr angenehm. Hat einen angenehmen mittleren Körper, mit Tendenz nach unten, hätte ich jetzt gesagt, zurückhaltendere Kohlensäure, eher glatte Textur und der Nachtrunk hinten raus ist einfach sehr hopfenbitter. Das hängt richtig schön nach, das legt sich auch an den Gaumen. Er bleibt auf der karamelligen Seite, ohne süß zu werden und die Fruchtigkeit ist auch da, wobei sie jetzt fast ein bisschen mehr so in eine leicht tropische Richtung geht.
Aber das soll ja auch an den Hopfensorten liegen können. Und da gibt ja die ein oder andere Hopfensorte auch was dafür her. Ich finde, es ist ein sehr schönes, aber sehr durchschnittliches IPA. Das Sippin' Pippin' IPA von Ghost River Brewing aus Memphis in Tennessee von Probiert TV gibt es dafür 3,5 Punkte für das Sippin' Pippin' IPA von Ghost River aus Memphis, Tennessee. Dann soll es für heute gewesen sein. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder bei der nächsten Bierverkostung. Und wenn ihr noch kein Abo habt, dann jetzt ganz schnell da unten nachlösen. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.